ich nur 10 Jahren Verspätung. Aber ich habe es hingekriegt. Ne, eigentlich nicht. So, Atake.de. Welche Karte haben wir hier? So, Atake. Heute hoffentlich mal ohne technische Probleme. Das kriege ich mal so. So. Müssen wir noch kurz warten, bis fertig geladen hat. Es hat jetzt dann doch nicht ganz hingehauen, weil ich da erst was basteln musste mit meinem Mikrofon, weil ich meine Anlage angeschlossen habe. Und da erst gucken musste, dass dann das mit dem Mikrofon hinhaut und ich trotzdem irgendwie einen Ton auch für mich habe, weil ohne Ton klingt dann doch etwas blöde. So, hier kann man kurz reingucken. Ob das so klappt, wie ich das mache. Ja, ich glaube, die Tonqualität ist nicht die beste. Wobei doch, ich finde, es geht. Natürlich hier nicht High-End-Geräte, ne? Aber ich glaube, es ist nur. Kann man so lassen. So. Dann starten wir unser Projekt. Ich habe gestern Abend im Livestream schon angefangen, ein bisschen zu dreschen, und er hat seine Stecker gezogen. Ich sage auch ganz ehrlich, ich werde heute auch nicht sonderbar lange machen, weil ich einfach ziemlich matsch bin. Ich bin ein bisschen krank und angeschlagen und ja. Aber ein bisschen Streaming muss sein. Und ich habe beschlossen, wir starten ein Projekt. Ich habe hier auf der Karte schon gespielt. Das ist die Nordfriesisch Marsch. Ich hoffe, ich drücke das richtig aus in meinem Sprachfehler. Manchmal hört sich das an, als hätte ich einen Lattenzaun in der Gosch dabei. Und zwar, ich habe gestern eigentlich einfach nur einen Drescher getauscht, weil der ein bisschen größer war. Ein Feld gekauft, weil man standardmäßig gar kein Feld hat. Aber man hat die Möglichkeit, sag ich mal, 400.000 Euro Kredit aufzunehmen. 100.000 hat man. Das hat locker für einen neuen Drescher gereicht und eben um das große Feld hier zu kaufen. Und das müssen wir halt jetzt abernten. Ich denke, in der Folge werden wir jetzt auch nur das machen. Beziehungsweise ich werde mal gucken, dass ich eventuell ein bisschen das Vorgewende mache, dass der Hans-Gerd hier von alleine schaffen kann. Dass wir eventuell schon mit dem Truppen anfangen können. Ich muss mir noch ganz kurz mal meine Tastenkombi einstellen, dass ich mal zur Not, ich glaube, das geht. Muss mal gucken, ob das geht. Dass ich nicht immer ins Mikrofon niese. Hotcase. Aufnahme. Studio-Modus. Audio, stumm. Stumm. Ich hoffe, dass es das so klappt. Übernehmen. So.
So, jetzt ist stumm. Ach, jetzt habe ich ein. Ach nein. Das ist ja. Quatsch, das ist Mist. Das ist Mist. Das ist Quatsch. Löschen. Und du auch. Push to Talk. Ah, hier mute. So, übernehmen. Was? Shit, nein. Okay. Willst du mich? Och Mann. Warum klappt eigentlich nie was so, wie ich es haben will? wo lege ich mir das hin? Geht das FN natürlich nicht. Alternativgruppe. Hä, was willst du jetzt mit Stark plus STRG plus Alt? Ja, gut, von mir aus, wenn du meinst. Übernehmen. So. Geht natürlich nicht. Das war irgendwie vorhersehbar. Zumindest zeigt das mir nicht an, also geht's auch nicht. So ein Arsch. Ah. Ich glaube. Jetzt klappt's, gut. Perfekt. Weiter bin ich nämlich nicht hier volle Lotte ins Mikrofon rein. Ich glaube, das wäre weniger schön. Oder irgendwer kriegt einen Gehörsturz. So. Dann holen wir mal uns schnell noch ein paar Hängerlis. Und dann geht's eigentlich schon los. Also ich bin hier aktuell Einzelkämpfer. Ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich noch ein paar Kollegas dazu, mir Gesellschaft zu leisten in der Karte hier. Ich weiß nicht, ob da wer Bock drauf hat. Ich meine, zu zweit oder so ist das bestimmt ganz cool. Oder meine Freundin zockt mal wieder mit. Muss mal schauen. Die Streams werden leider Gottes nach wie vor auch so in die Abendstunden grundsätzlich fallen, aber ich werde die Streams online lassen für projektmäßig. Also wenn ich meine, ich starte ja jetzt hier dieses Projekt, No Füßes Marsch, mit dem Hof hier und ich denke, da werden wir noch einige Folgen machen. Ich denke, was weiß ich, 50, 100 Folgen und wenn wir die dann zusammen haben, und ich dann sag, okay, jetzt reicht's, dann werde ich die noch einige Zeit drin stehen lassen und dann halt rausnehmen. Ja, eben wie ich gestern schon angesprochen habe, es wird Mod-Vorstellungen geben, basierend oder sag ich mal, im Grunde genommen mit Unterstützung von Modhoster, also ich werde mir Mods bei Modhoster, das war mein Lautsprecher, von Modhoster rausholen und da Modvorstellungen machen. Hi mal an den Chat. Noch von nebenbei mal hier, mal ein bisschen Chat noch mitlesen. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass jemand schreibt, aber hi. Alles fit bei dir. Eben wie gesagt, das gibt unser Projekt hier einfach. Und da werden wir uns rein und durchballern. Dass das Ganze hier läuft.
schauen. Kriege ich das nicht hier irgendwie? Du bist noch eigentlich. So machbar sein. Ja. Wunderbar, man muss doch einfach so. Ja, da werden wir jetzt vorerst mal ein bisschen vor uns hinrattern. Ich weiß, das Feld ist ziemlich groß, aber es ist auch unser einziges Feld, was wir im Moment haben. Wir haben hier noch Feld, Wald und Wiese, aber das gehört uns alles noch nicht. Also das ist wirklich hier auf der Karte, checkt mal hier so wirklich das einzigste. Die Felder sind wirklich groß. Also man braucht wirklich einige Zeit, auch mit großen Maschinen, bis man da mal alleine klar kommt. Ich bin dann zum Teil, also ich habe die Karte eben schon gespielt und ich bin dann zum Teil hergegangen, habe Vorgewände gemacht und habe mir einen Helfer reingeschmissen. Und ja, dann geht das Ganze schon flotter, aber muss mal schauen. Vielleicht kriege ich ja meine Freundin wieder dazu, dass sie mir, sag ich mal, live mithilft. Aber das wird wahrscheinlich noch eine Weile gehen, weil wir da auch noch ein bisschen im Stress stecken gerade. So. Ha, super. Dann machen wir dem Kerle hier mal ein Vorgewende, weil ich glaube, Opi bekommt es natürlich nicht hin, wie es so oft ist. Da lassen sie die Hälfte stehen und weiß Gott was. Ich verstehe nicht, warum das Change nicht hinbekommt. Diese Helfer mal gescheit zu programmieren hier. Weil hier schafft das jetzt wirklich vollständig durchzuziehen, aber das wird im Lebtag nichts. Ja. Deshalb immer Vorgewände machen. Hier ein paar Bahnen ziehen. Ich meine, so müsste er jetzt hin und her ja eigentlich voll klarkommen. Bis zum Zaun wieder. Entweder er bleibt im Zaun hängen oder er lässt die Hälfte stehen. Das sind so irgendwie die zwei Standardversionen. Was auch immer ganz lustig ist, da hatte ich einen Feldhexer im Einsatz. Und dann hing der da im Bach drin. Ich muss mal, da gibt's, also, dass die Helfer da fertig bringen, wo ich mir dann so denke, wenn dieses. Warum arbeiten die nicht so, dass sie auf dem Feld einfach drehen, wie es im Realen auch ist? Das funktioniert einwandfrei. Warum müssen die einfach nur hoch, runter fahren? Wie so ein Stein, Alter. Intelligenzpotenzial gleich null. Ja? Warum die das nicht auf die Reihe kriegen? Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Komm ich nicht mit klar. So, jetzt sehe ich nur gerade, warum steht das hier auf? Ah, so. So gefällt mir das eher. Nicht, dass wir hier was verpassen. Hier genauso. Der Otto fährt voll ins Feld. Anstatt, dass er einfach hier entspannt eine Umdrehung macht. Und dann den hier. Okay, ich bin nicht der beste Fahrer. Und so gleich, wenn ich die Kamera so komisch habe. Weil hier so einwandfrei. Machst du meine Hände so runter. Du hast keinen Zugang zu diesem Namen. Das Feld gehört mir, Mensch. Erzähl doch keinen Mist hier. So. Und im Tiefflug die Berge und Wälder hier runter. Das müsste dann eigentlich schon an Vorgewände reichen, um den Kerle hier mal ein bisschen alleine schaffen zu lassen.
dass wir eventuell schauen, dass wir die Felder hier klar machen. Also mein Plan ist uns erstmal so hier ein bisschen Feldwirtschaft, bisschen Kohle schaufeln und dann mit den Rindviechern, Kühen anzufangen. Wenn die Kühe dann so mal ins Laufen gekommen sind, dann mit Pferden. Ich finde die Pferde im 19er richtig nice. Also das finde ich, das haben sie gut hingekriegt. Mit den Pferdis, mit den Horde Hüs. Das nächste fliegt runter. Das haben sie echt cool gemacht. Muss man echt sagen. Ja. So, jetzt wir gleiches Spiel. Jetzt gehen wir nur zum Hänger, weil da ist irgendwie eh schon bis oben hin voll. Für eine ganze Bahn reicht das nicht mehr. Nehmen wir lieber hier noch. Alter, das Ding braucht ewig lang, um da runter zu gehen. Ich bin es gar nicht gewohnt, nur mal gehen die voll schnell runter. So. Dann machen wir das Blech hier voll. Das war so klar, dass ich drüber rausschieß. Immer diese Raser. Immer diese Raser. Wahnsinn. Jetzt bin ich nur am Grübeln, ob da es nicht besser wäre, nochmal eine Bahn, eine Runde zu ziehen. Dass der es wirklich schnallt. Gute Frage. Weil da unten habe ich jetzt keine Sorgen. Ich meine, wenn er dort hängen bleibt, dann tut er mir irgendwie leid, weil da drauf kannst du mit einem Jumbo-Jet wenden. Da hast du ja Platz ins Jenseits Nevada. Bis ans andere Ende der Welt. Und ja, das sollte klappen. Hi mal noch an meine zwei Zuschauer. Der könnte ja mal reinschreiben. Könnten wir ein nettes Pläuschchen halten. Dann fühle ich mich nicht ganz so allein hier. Ist immer so schwer, so sich mit sich selbst zu unterhalten, ist auch immer doof. Also wem es hier bei mir gefällt, der darf auch gerne ein Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Ich werde regelmäßig Livestreams machen und immer mal wieder, wenn es sich ergibt, Mod-Vorstellungen. Wenn ihr mal was habt, wo ihr sagt, hey, ich habe gerade echt keine Ahnung, wie das funktioniert oder sowas, dann kann ich mich da gerne mal dran setzen. Und mal drüber schauen, ob es ich vielleicht auf die Reihe bekomme, dass es funktioniert. Oder zum Erklären einfach, mach da auch gerne mal ein Let's Play dazu. Gar kein Problem. Ich spiele jetzt auch schon seit Landwirtschaftssimulator 2013. Also 11 habe ich mal ganz kurz gespielt. Und dann eigentlich seit dem 13. bin ich jetzt treuer Landwirtschaftssimulator-Zocker und habe bis jetzt eigentlich fast alle alle gezockt. Alle Versionen habe ich gezockt. Meistens sogar schon zum Teil so verrückt gewesen, die zweimal zu kaufen. So, der macht das gut. Okay, das wollte ich jetzt wissen, dass er das richtig auf die Kette bekommt hier. Der Manfred. Eben, also.
Dann schauen wir mal, was wir noch an Spielsachen hier auf dem Hof stehen haben. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Mähwerk, Sämaschine, Pflug, Striegel, Ladewagen und Streuer. Was stellen wir an? Hätte ich gesagt, gucken wir das nochmal hier direkt. Das Erste, was wir hier jetzt dann auch in Angriff nehmen werden, oder was ich in Angriff nehmen will, ist dieses riesige Silo hier. Das ist ja Wahnsinn. Zwei Hänger und das Ding ist voll. Ich weiß gar nicht, geht das? Früher ging es. Schade. Oder ist da überhaupt was drin? Nee. Quatsch, dahin ist was drin, macht aber trotzdem nicht, weil er doof ist. Okay, ist er doof. Beim 15er, glaube ich, ging es noch. Da konntest du da ranfahren und konntest deine Sämaschine mit Getreide auffüllen. Oder ich bin gerade zu doof zum Bedienen, das kann auch sein. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo ich hier Saatgut herbekomme. Ich glaube, das muss ich bauen. Guck mal, ich hoffe, die kostet nicht so viel. Wo sind denn die drin? Ich habe inzwischen so viele Mods. Ich gar nicht, wer weiß. Saatgut-Silo-Lager. Das ist mein Riesenbunker. Ach, Jesus. Und Josef. Da vielleicht? Ah. Kalk, Flüssigdünger, Dünger. Was nicht. Ui. Wie denn das? Kriegen wir das noch hin? Komm, die 6,50 kriegen wir jetzt hin. Wunderbar. Wo? Hat das Ding irgendwie einen Rüssel? Gibt es da einen vorne? Muss mal kurz hier gucken. Wie kommt man das am Raster platzieren? Ah, mit C. Das finde ich nämlich ganz cool. Dann kann man das nämlich hier relativ cool drehen. Ne? So. Ich glaube, bei dem ist es egal. Einfach dran eiern und gut ist. Finden wir es raus. Voilà. Alter, den sieht auch ganz schön rum hier. Wahnsinn. Unser Dreschermeister hat sogar hingebracht, richtig rum hinzustehen. Das finde ich mal cool. So. Ich lasse ich jetzt hier einfach mit im Weg stehen.
Komm, Schumi, schneller. So. Ja, da haben wir ja auch schon eine beträchtliche Summe an Getreide zusammen, beziehungsweise Weizen. Aber noch nicht genug. So. Dann Sesam, öffne dich und Vollgas die zweite. Machen wir hier direkt wieder was Hübsches drüber. Oh Mann, Junge, kannst du nicht einmal was gescheit machen? Nicht mal Sämaschine kannst du den fahren lassen, der Typ da, ne? Und sowas spielt dann schon seit Jahren Landwirtschaftssimulator. Und er sollte sich mal schämen. Ne? Trottel da. Aber für was gibt es einen Helfer, der macht das so schön gerade? Noch Vorgewende mache ich dann lieber manuell. Aber wenn wir gerade dabei sind, Einstellungen. Meine Nase.
Anhören. Jo, mach das voll, Minion. Können wir das gleich verkaufen? Dann gibt es Schatzschotter. Und zwar im Depot. Keine Ahnung, wo es ist, aber da fahren wir hin. Ich glaube, am anderen Ende der Karte. Mit meinem Mini-Trecker und zwei Hängern dran. Bin mal gespannt, wie lange es gibt, bis die Kiste zusammenkommt. Aber es ist ja ein Fan. Ich weiß nicht, anfangs, ich war am, wo ich angefangen habe, Landwirtschaftssimulator zu spielen, war ich voll der Klaas-Fan. Fan, Alter, was für ein Scheiß rede ich. Klaas-Fan, so. Und dann fing es ja an im 15er, was im 15er, wo der Fan mit reinkam? Ne, im 15er war er noch nicht drin. Im 17er kam er ja dann mit rein. Und da habe ich dann auch mal, ich bin dann immer hergegangen, habe die alle ausprobiert. Und da habe ich den dann auch ausprobiert und fand den eigentlich ganz cool. Wow. Und jetzt eben hier mit mit 19er besteht eigentlich alles aus Fendt und New Holland. Weil John Deere ist einfach nicht meine Welt. Es gibt einen von dieser einen Ding, den finde ich richtig nice. Der hat einen geilen Ladersound und so, der knallt. Ich weiß noch nicht welcher. aber ansonsten, ich mag die Johnnies einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich finde die optisch nicht cool. Aber ich sag mal so, ist Geschmackssache. Jeder mag was anderes. Warum kann ich jetzt hier nicht abladen? War das auf N? Nee, N war Plan. I? Nee, I war Abladen. U war. Ah, genau. Nice. Wusste gar nicht, dass es geht. Vollgas abladen. Voila, 31.000 Tacken. Ups. Ich glaube, das nächste, was herkommt, ist ein größerer Trecker. Weil der hier ist ganz okay, aber nicht für die Ewigkeit gemacht. Ne? Ich glaube, Innenansicht fahre ich besser wie außen. Da fahre ich irgendwie so ein Gesoffener. Ne? So ist glaube besser. Nur auf dem Feld kann ich es irgendwie nicht haben. Hier so auf Landstraße finde ich Innenansicht cooler. Aber Außenansicht auf dem Feld ist mir Außenansicht dann um einiges lieber. Ich kann zwar auch Innenansicht fahren, aber mit 20 Mal zurücksetzen und nachbessern funktioniert das dann nicht. Guck mal, ob mein Drescher plündern kann schon.
Aber natürlich kann man nicht ändern. Komm her, Minion. Das war jetzt natürlich was. Dum di dum di dum. Heute wird schön, morgen wird schöner. So. Ich werde den mal kurz anhalten, weil ich muss echt mal kurz wohin verschwinden. Ansonsten könnte das gleich übel enden, und zwar einem Stromausfall bei mir hier im Ort. Und das wäre weniger schön. Oder mit einem toten Zocker. Aber ich bin gleich wieder da. Ich lasse das mal einfach so kurz stehen. Könnt ihr eben zuschauen, dass wenigstens ein bisschen actionable ist. Aber ich bin gleich wieder da, ich beeile mich. So, da bin ich wieder. Aber er schafft ja doch erfolgreich. Er ist sehr schlau. Ich glaube, er kann das auch ohne mich.
Ach, wisst ihr was? Ich leihe mir jetzt einen Trecker noch. Das ist mir zu doof. Ich kaufe mir einen, muss mal gucken. Was noch an Kohle da ist, dass das hier. So, dann habe ich hier wenigstens noch einen kleinen Draghi. Damit wir da ein bisschen was, sag ich mal, wackeln lassen können. So, kurz hier was machen noch. Ich mag eigentlich aus Steyr echt gern, nur ich finde es schade, die haben halt nicht viel Auswahl. Vor allen Dingen so nach oben ist halt ziemlich schnell Schluss, was so die Leistungsgrenze betrifft. Und so für den Anfang sind die ganz cool und ich glaube, der hier wird mir auch einige Treudienste hier in dieser Serie leisten. Und wenn er nur irgendwie als Hoftraktor mit Frontladergeschirr fungiert. Mal gucken, was der Otto da macht. Hat er es hingekriegt? Jawohl, ja. Ey, des Tages. So, und jetzt kann ich. Na super. Eben wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier schon das Gefühl, er geht in die Knie. Das ist halt dann schade. Das ist ein echt cooler Trecker. Aber sehr, 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 sehr schwach auf der Brust. So, dann fahren wir hier ein bisschen das Weizen kaputt. So wird es was. So, jetzt behalten wir aber den im Auge. Ja. Der da oben kein Vorgewende. Der macht ja bestimmt Mist.
morgen, also zum 21. werde ich voraussichtlich eventuell sogar schon nachmittags oder abends im Livestream starten. Nicht ganz so spät wie heute, muss aber mal schauen. Weiß ich jetzt noch nicht. Ne? Und oder ich mache da noch ein paar Mod-Vorstellungen. Muss mal schauen. Eins von beiden wird. Werde ich die Session begleiten. Aber das werden wir. Werde ich schauen. Muss ich schauen. Kann ich jetzt noch nicht sagen. So, Ironie. Das Zeug wächst wie Unkraut. Fährt jetzt bis ganz hoch. Lol. Echt jetzt? Ist ja nice. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Mal gucken, was er macht. Weil wenn nicht, lasse ich ihn noch eine Bahn ziehen. Das war vorhersehbar, dass es schief geht hier. Aber so klappt das. Jo. So in 6 Minuten ungefähr werde ich dann aber auch aufhören, so dass es dann ungefähr eine Stunde gibt und dann geht es morgen wieder weiter, also auf jeden Fall morgen Abend dann Livestream wieder. Muss dann mal schauen, dass wir dann da praktisch in alter Frische weitermachen.
So, aber da fahren wir jetzt gerade aufs durch. Das ist jetzt Banane. So hoch wie breit, ob da jetzt ein bisschen mehr oder weniger Fruchtzerstörung ist. Ich hoffe jetzt nur, dass der Drescher das schnallt. Nicht, dass er dann wieder mitten im Feld anfängt. Ja. Aber da schauen wir. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist auch so schön. Habe ich die, nee, die Fruchtzerstörung habe ich nicht aus, ne? Ja. Ist nochmal. So. Dann schauen wir noch mal kurz hier nach unserem Sähani. Der geht nämlich jetzt am Ende zu. Aber auch dem spendieren wir jetzt mal ein Vorgewände. Theoretisch müsste das jetzt noch. Nein, natürlich nicht. Aber eigentlich ist es egal. Dem spendieren wir jetzt auch mal ein Vorgewände. Damit er hier genug Platz hat zum Drehen. So müsste das Ganze noch klappen. Nicht? Ja. So Leute, dann verabschiede ich mich dann so langsam mal von euch und sag dann bis morgen, weil eben ich habe morgen Schule, also Fahrschule im Grunde. Ich habe schon ausgelernt, aber ein bisschen Schule machen ist dann trotzdem noch Pflicht. Und dann würde ich sagen, machen wir genau hier an der Stelle dann morgen wieder weiter. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr da dabei seid. Ich denke so, die gleiche Uhrzeit, 22:30 Uhr, 21:30 Uhr, so denke ich, sollte da dann doch ganz gut hinhauen. Okay, Leute, dann haltet die Ohren steif und bleibt gesund, fit und munter. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen dann wiedersehen. Auf Wiedersehen und haut rein. Ciao.